Schatz, wir sind zu Hause. Komm schon, geh da rein. Das werde ich nicht tun. Sei leise, du wirst die ganze Familie zerstören. Geh da rein, bitte. Sorry, Daddy. Und was machst du da? Ach, du weißt schon, dieses verdammte Sofa macht schon wieder Probleme. Macht nichts. Das ist jetzt das Problem des Nachbarn. Ach. Moment, was meinst du mit Problem des Nachbarn? Ich verkaufe es an ihn. Das ist Sam. Ja, 300 Euro und das gehört dir. Ich kann es dir zeigen. Okay. Oh, Achtung. Wie gesagt, das ist ein tolles Sofa. Ich weiß gar nicht, warum wir es verkaufen. Dave, was machst du denn? Steh auf. Sam, bitte überprüfe das Sofa. Was gibt es denn hier zu überprüfen? Das ist ein tolles Sofa. Komm schon. Hm? Ach, komm schon. Da ruft dich jemand. Oh, einen Moment. Oh, Kumpel, hör zu. Da ist etwas in diesem Sofa, von dem meine Frau nichts wissen darf. Ist es ein Playboy? Oder vielleicht sogar ein paar Joints, ha? Ja, ich gebe es dir umsonst, wenn du es einfach so nimmst, wie es ist. Ernsthaft? Ja. Hey. Perfekt. Okay. Was immer du sagst. Wollen wir es rausbringen? Los geht's. Bereit? Ja. Eins, zwei. Ja. Jungs, wo wollt ihr hin? Schatz, er liebt es und er will es sofort mitnehmen. Okay, stellt das Sofa runter. Und weshalb? Stell es einfach ab. Ich muss die Schublade öffnen. Okay, und weshalb? Schatz, mein Hochzeitskleid ist da drin. Oh, okay, ich verstehe schon. Ich mach das. Ah, da ist es auch schon. Es hängt nur ein bisschen fest hier. Okay. Hey, was zum Teufel? Das war nur ein Haufen Spinnen. Er hat sich erschrocken. Es ist nichts. Oh, Sam, entschuldige. Mit dem Kind habe ich keine Zeit. Mach dir keine Sorgen. Alles ist gut. Kümmere dich ums Kind. Sorry, Sam. Warte, warte, warte. Komm schon. Sekunde. Nimm das hier und hol dir noch ein zweites Sofa. Meine Frau darf nichts davon erfahren. Bitte. Bist du verrückt? Ma'am. Ma'am, geht es Ihnen gut? Ma'am, geht es Ihnen gut? Ma'am! Was war das Geräusch? Ja, tut mir leid, Schatz. Ich habe aus Versehen deine Lieblingstasse kaputt gemacht. Wo ist Sam? Sam ist weggegangen. Er wollte das Sofa doch nicht haben. Aber warum? Er sagte, es sei alt und sieht ein wenig schäbig aus. Komm schon, vielleicht ist das ein Zeichen. Weißt du, manchmal muss man etwas Altes gehen lassen. Für etwas Neues. Ja, vielleicht. Ja, oder? Also rufe ich die Lastenträger, damit sie das hier wegbringen und es in den Müll verfrachten können, okay? Hm. Vielleicht hat er ja recht. Es ist Zeit, sich vom Alten zu verabschieden. Okay. Ein bisschen mehr nach links. Perfekt. Hey. Sieh dir diese Schönheit an. Ja, aber wo ist das Alter hin? Gefällt dir dieses nicht? Nein, nein, es ist sehr schön. Es ist nur so, dass wir nicht wirklich gemeinsam darüber gesprochen haben. Aha. Ich wollte etwas Neues in meinem Leben. So schnell wie möglich. Okay, es ist ein riesengroßes Sofa. Ich meine, es hat so viel Platz. Wozu soll das denn alles gut sein, ha? Huh? Das wirst du jetzt herausfinden.
Leck mich, du Idiot! Bist du sicher, dass du nicht die Polizei anrufen willst? Es gibt keine Strafe für mein gebrochenes Herz. Also lassen wir diesen Bastard, wo er hingehört. Auf die Müllkippe. Dasselbe gilt für das Kleid. Nun, wozu die Eile mit dem Kleid? Ich meine, man weiß ja nie. Vielleicht wird es eines Tages nützlich sein. Wie meinst du das? Okay, dann...